Wo befindet sich 30 auf dem Zahlenstrahl? Auf unserem Zahlenstrahl hier, wenn ich von 0 bis zum ersten Strich gehe, habe ich 3 und jeder weitere Strich sind wieder 3. Schauen wir mal, wo 30 ist. Hier ist also 3 und nochmal 3 sind 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Wie kann ich noch drüber nachdenken? Wenn jeder Strich 3 bedeutet, wenn ich 30 haben will, muss ich einfach 10 Striche hier gehen. 6, 7, 8, 9 und 10 Striche. Jawohl, machen wir noch ein paar mehr Übungen. Wo ist 24 auf dem Zahlenstrahl? Nun, genauso wieder, jeder Strich heißt wieder 3, also 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Richtig. Machen wir noch eine Übung. Jeder Strich heißt jetzt 4, also 4, 8, 12, 16, 20. Wie kann ich noch drüber nachdenken? Wenn ich immer um 4 weitergehe, also muss ich das Ganze 5 mal machen, 3, 4, 5. 5 mal 4, egal wie du es machst, kriegst du die richtige Antwort.